jeder sieht die Welt ein bisschen anders. Und das ist auch völlig okay. Denn jeder sieht die Welt ein wenig anders, würden das nur alle Menschen verstehen. Jeder sieht die Welt ein bisschen anders. Und das ist auch völlig okay. Jeder sieht die Welt ein wenig anders, würden das nur alle respektieren und verstehen. Bin ich hingefallen, da habe ich geweint. Doch als meine Mama ganz doll gepustet hat, da war's auch schon vorbei. Als meine Schwester mich gepiekt hat, da habe ich geweint. Doch als sie mich wieder lieb hatte, da habe ich mich gefreut. Zwischen vielen fremden Kindern fühlte ich mich oft allein. Und wenn es mir dann doch zu viel war, dann habe ich geweint. Ich wollte dies, ich wollte das und manchmal kam ein Nein. Da wusste ich nicht mehr weiter und dann habe ich geweint. Als ich in die Schule musste, habe ich mich eigentlich gefreut. Aber jeden Morgen wieder hin fand ich dann nicht so toll. Aber eigentlich war's okay, doch manchmal habe ich geweint. Aber heimlich, denn da waren viele böse und gemein. Wir spielten Fußball und ich bin öfter hingefallen. Und irgendwann hatte ich gelernt, man muss nicht immer weinen. Doch die Horrorfilmsammlung hätte ich lieber nicht gesehen. Und den Pornofilm danach fand ich nur widerlich und eklig. Als ich davon Albträume bekam, saß ich meist allein auf meinem Bett und wollte nicht schlafen und da habe ich geweint. Und dann bin ich bei meiner Mama ins Bettchen geklettert. Doch meinem Vater war das recht schnell etwas zu lästig. Und so saß ich dann allein auf meinem Bett und hab geweint. Als ich dann ein Radio bekam, hab ich mich wahnsinnig gefreut. Und die Nacht gerade getanzt und die Sterne haben geleuchtet. Wenn ein wirklich trauriges Lied kam, saß ich da und hab geweint. Seitdem, wenn es dunkel strahlt, sieht meine Seele wie der Mond. Denn im Grunde ist es Wahnsinn, ist das Leben wie der Tod. Zu abstrakt für den Verstand, allein man kann es nicht begreifen. Und als ich das begriffen hatte, habe ich geweint. Das musst du wohl noch lernen. Remember the 5th of November. Die Verschwörung und der Verrat. Es gibt keinen Grund, jemals zu vergessen. Aber was ist mit dem Mann? Wer war er wirklich? Was für ein Mensch war er? Man sagt uns, wir sollen der Idee gedenken und nicht des Mannes. Denn ein Mensch kann versagen. Er kann gefangen werden. Er kann getötet und vergessen werden. Aber 400 Jahre später kann eine Idee immer noch die Welt verändern. Ich habe die Macht der Ideen aus erster Hand erfahren. Ich habe gesehen, wie Menschen in ihrem Namen umgebracht wurden. Und dabei starben, sie zu verteidigen. Aber man kann eine Idee nicht küssen. Man kann sie nicht berühren oder umarmen. Ideen bluten nicht. Sie fühlen keinen Schmerz. Und sie leben nicht. Und es ist nicht eine Idee, die ich vermisse. Es ist ein Mann. Ein Mann, der mich des 5. November gedenken lässt. Ein Mann, den ich niemals vergessen werde. Immer noch dasselbe Spiel, was ist ein Menschenleben wert? Bitte erzählt mir das. Jeder kann ihn hören, euren Aufruf zur Gewalt. Jeder meinen Namen googeln, ihn lesen auf Wikipedia. Und es reicht genau einer und der versteht es falsch. Ich weiß, ihr habt Bock auf ewig in der Hölle zu chillen. Doch ich hab euch den zweiten Teil, die Welle der Film. Und bitte euch an die Stelle zu spuren, an der alle rufen. Halt die Fresse, Verbrechen. Wir sind alle cool. Eine Gang, jo, es macht Hang, jo. Und dein Körper platzt auf wie ein Sprengkopf. Oder zu der Stelle, wo der Motherfucker schiert. Alle rufen und kreischen, das hat er verdient. Das ist die Szene in Deutschland. Hast du sie gehört, die Hyänen? Wie Sirenen geheult haben. Doch solche Leute wie ich leben in Deutschland. Und jeden von denen es leben noch neu. Ja, hätten sie gesehen, wie ich um mein Leben lehn geheult hätte. Mit ihren Fame und die nächste Goldkette. Holzrapper und die Opfer werden vergessen. Selfmade. Deine F***. Das war die Welle. Du bist dabei. Ich hab dich eingeladen. Und zu kommen stand dir frei. Ich lag am Boden, hab gebetet, hab geweint. Wollte nicht mehr leben, wollte gehen, wollte heim. Das war die Welle. Sie ist vorbei. Und es läuft die nächste. Ich lade dich wieder ein. Ich lag am Boden, hab gebetet, hab geweint. Ihr habt eure Freunde eingeladen. Tretet auf ihn ein.
verstehst nicht. Du redest, aber du sagst nix. Existierst, aber du lebst nicht. Ich euch ein neues Feindbild. Könnt ihr Weltklasse-Hits oder Geld machen mit? Bis wir alle zusammen vergessen haben, was Selbstachtung ist. Und schon wird deutscher Rap wieder zu Gesellschaftskritik. Und leider auch vor Fame. Kauderwelsch braucht ein Mensch wie Wurst und Käse. Ich hab euch gewarnt, ich bin der Tod dieser Szene. Wie haben sie sich gefreut, ein Opfer zu haben? Ich kenn da noch ne Gruppe, die gottverdammten Nazis. Ihr habt euch benommen wie der Ku Klux Klan. Hab mein Tod besungen, mich gesucht und gejagt. Doch ich bin Bagda Eli, Friedensaktivist. Halt dir den Spiegel vors Gesicht und dann siehst du, was du bist. Ich bin Bagda Eli und ich bleibe Bagda Eli. Bis jemand kommt und schreit, sag gleich, scheiß auf was du redest. Ich bin bereit zu gehen. Schuldet mir 5 Lebensjahre, indem ihr mir das Leben zur Hölle gemacht habt. Indem ihr andere Leute dazu aufgehetzt habt, mir das Leben zur Hölle zu machen. 5 echte, echte Lebensjahre. Lebensjahre. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber ist auch egal. Und ich könnte jeder sein, jeder, der irgendwann mal eure Musik gehört hat und versucht, dasselbe zu tun. Das war ein einfaches Experiment, was ist ein Leben wert? Ja. Amadeo Antonio, Darius Ekpatani, Giuseppe Marcone, Fabian Salah Saremi, Luca Pavarotto, Aziz Güler, Daniel Siefert, Burak Bey, Dominik Brunner, Johnny K. Wie viele noch? Wie viele noch? Wie viele noch? Wie viele Kinder noch? Wie viele Menschen noch? Wie viele noch? Wie viele noch? Wie viele noch? Es reicht. Es reicht. Es reicht. Wir fordern Veränderung. Jetzt. Es ist Zeit. Jetzt. Steht auf. Als Mutter. Als Vater. Als Ehemann. Als ein Mensch. Als Freund. Als Mensch. Für unsere Zukunft. Wir fordern Veränderung. Keine Trauerlisten mehr. Es ist nicht zu früh. Es ist zu spät. Es ist Zeit. Bevor unsere Liebsten ein Teil der Liste werden. Keine Listen mehr. Kein wäre ich nur. Kein hätten wir. Wir können etwas tun. Wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas tun. Wir fordern Veränderung. I am Johnny. Hey, wir können etwas tun. Für unsere Zukunft. Du forder Veränderung. I am Johnny. I am Johnny. Wir fordern Veränderung. Für ein friedliches Miteinander. Sei Hoffnung.
Sei Menschlichkeit. Sei Gemeinsamkeit. Sei Anerkennung. Sei Liebe. Sei Stolz. Sei Toleranz. Sei Zivilcourage. Sei Solidarität. Sei Respekt für jeden. Sei Johnny. Wir fordern Veränderung. I am Johnny. I am Johnny. I am Johnny. Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschieht unter der Sonne, und siehe, da waren Tränen derer, so Unrecht litten und hatten keinen Tröster. Und die ihnen Unrecht taten, waren zu mächtig, dass sie keinen Tröster haben konnten. Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr denn die Lebendigen, die noch das Leben hatten. Und besser denn alle beide ist, der noch nicht ist, des Bösen nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht. In Guantanamo Bay werden Menschen misshandelt und gequält. Parallel wächst eine Idee im Gehirn von Yatabe. Er wird in einer Hetzkampagne im Untergrund. Parallel dazu, 9 Menschen sterben durch den NSU. Parallel, Johnny K. Der Boden färbt sich rot. Parallel, die Motherfucker, die. Du bist tot. I am Johnny. Und ich hoffe, es kommt an. Man sieht das Angst aus Johnny Run Run. Yeah. I am Johnny. Sagt ja an die Lenk, parallel. Lernt sich hetzen ohne zu wissen, ohne Gewissen und ohne Grund. Hallo Mr. Nazi, ich bin das Prinzip ja gut, aber parallel dazu, Blut gegen Blut. Stress ohne Grund haben Kinder in Armut, in Asien, Afrika, Amerika, Europa und Australien. Tönen Drogendealer Menschen, prostituieren sich Kinder. Parallel lädt mich Sido in die Streets of Berlin. Frag mich wer, warum bist du so? Ich frag dich, warum bist du so? Leute feiern eure Propaganda und dann sind sie tot. Letztens dieser Junge hört nur Rapper wie Toni. Die bekriegen sich für ein paar Gramm Shit mit Messern und Pistolen. Die Gangs und Banden, die zunächst gut sind, als Ängste zu schaffen. Die Menschen misshandeln und Kinder zwingen, auf Gangster zu machen. Kleine Seelen quälen, da sieht die ganze Welt ähnlich. Parallel droht mir fair mit den gesamten No Angels. Gentlemen, das ist eine Prüfung. In Momenten wie diesem geht es um den Glauben. Zu versagen, diese Zweifel aufkommen zu lassen, an allem, woran wir glauben, an allem, wofür wir gekämpft haben. Zweifel wird dieses Land wieder ins Chaos stürzen und ich werde alles daran setzen, dass das nicht passiert. Ich will, dass dieser Terrorist gefunden wird. Und ich will vor allem, dass er begreift, was Terror wirklich bedeutet. Überall auf der Welt werden Menschen abgeschlachtet. Parallel, die Orsons schwören mir Rache und verbreiten Angst und Schrecken wie die ISIS. Parallel, Kollege, gründet den IS. Einspruch, Falschaussage! Aber die Möglichkeit besteht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Kollege, kündigt mir den Krieg an. In den Zeiten von Überwachungsstaat und NSA. Hackt er den PC meiner Mutter und holt sich auf die Bikini-Bilder von ihr? Einspruch! Keine Spekulation! Aber die Möglichkeit besteht. Aussies merken sowas ja nicht. Aber es ging ja nicht nur um meinen PC, es geht ja auch noch um mein Handy. Und ich wollte ja eigentlich Kontakt zu jemand ganz anderen aufnehmen. Aber Peter Fox war auch okay. War auch okay. Denn die Pornofilmseiten kamen von... Ich hab mich schon gefragt, warum verarscht denn ich? Plan nur zuvor, hart zu dem Chor. Man wird nicht als Arschloch geboren. Ich hab nichts getan, was sie nicht wollte, aber es bereuten. Blutrache, Ehrenmorde, die Liebe und die Wahrheit verschwinden. Daniel, Prinz, Pi und Peter Fox geben sich die Klinke. Als meine Freunde mich verließ, hab ich geweint wie ein kleines Kind. Bis Tarek mir ein Lied gesungen hat, ein Junge weinte nicht. Meine Eltern ließen sich scheiden, auch da hab ich geweint. Parallel wollte Keule meine Mama besteigen. Welcher Keule? Es gibt doch mehrere. Hier der mit diesen Gras-Pappen-Teilen-Ding da. Leute, komm nicht ewig klar auf Party-Drogen, werden wahnsinnig und so. Parallel, zerstören sich auf Krokodil, Crystal und MDMA. Parallel, Trailerpark. Gute Menschen wollen Behinderung erleichtern, Lindern und heilen. Parallel wünsche ich euch gesunde und süße Kinder, die Timmy heißen. Oder Jules, ihr seid das Ende der Menschlichkeit. Ich sage euch, kennt ihr alle eure Fans? Ich denke nein. Parallel, Politiker gehen über Leichen. Parallel, Selfmade und weiße Scheiße. Agro, Universe, German Dream und so weiter. Euer Wunsch nach Erfolg hätte können mein Tod bedeuten. Aber da darfst du nicht so böse nehmen. Ey. Die wollten doch bloß ein Exempel statuieren. Die wollten doch nur jemanden, der sich irgendwie aufspielt, also der irgendwie ein falsches Image in diese Welt setzt, dem wollten die doch einfach zeigen, dass so geht's einfach nicht. Kann man nicht machen, falsche Images in die Welt setzen, nur um irgendwie damit was zu erreichen. Das wäre sinnlos. Auf jeden Fall kriegst du jetzt keinen Deal mehr. Aber das ist auch egal. Wolltest du noch irgendwas sagen?
Ich glaube, da war noch was. Mädchen wie Jungen leiden unter Schönheitswahn. Billig Silikon aus Frankreich. Parallel rappt dieser KIZ über meinen Schambereich. Hitler war krank, deshalb hauen wir dich jetzt um. Stalin, Ivan, Vlad, Bush, Merkel, Mao, Zedong. Da kannst du auch einfach Tyrann eingeben bei Google oder so. Terror ist die systematische und oftmals willkürlich erscheinende Verbreitung von Angst und Schrecken durch ausgeübte oder angedrohte Gewalt, um Menschen gefügig zu machen. Es ist das, was ihr nicht merkt, vielleicht habt ihr es nicht gelernt. Es ist der Schatten, den ihr werft. Und ich hasse euch so sehr. Und ich denke, wäre ich am Undertop. Aber JW, die hat sowas nicht verkraftet. Die ist jetzt leider tot. Könnt ihr mir sagen, was tot ist? Versteht ihr, was tot ist? Also ich meine, nicht tot in dem Sinne. Aber ich glaube, um den Tod zu verstehen, muss man das Leben verstehen. Und ihr habt das Leben nicht verstanden und keinen Respekt davor. Dankeschön. Achso, ich hab noch einen. Der braucht vielleicht ein bisschen Fantasie. Nicht viel, aber ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Stellt euch mal einen Ort vor mit vielen Nazis. Ist wie gesagt nicht so schwer in diesen Tagen. Und jetzt rennst du da rein, rufst Hardcore Entertainment. Ich bin frank und lieb den Schwarzen. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, was die da sagen. Ich muss auf diesem Planeten leben, denn es gibt keinen besseren. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Kinder müssen leiden und haben nichts zu essen. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Ich liebe meine Eltern und ich liebe meine Schwestern. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Meinen Schwager und vor allen Dingen meinen kleinen Neffen. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Meine Omas, Opas, Tanten, Onkels und den ganzen Rest. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Die Nazis wollen mich töten. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Hass kann man nur mit Liebe bekämpfen. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Und ich gehe diesen Weg hier bis zum Ende. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Wir wissen nicht, wo du bist, wir lieben und vermissen dich. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Im Osten ist doch überhaupt nichts anders als im Westen. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Geld kann man nicht essen, Geld kann man nicht essen. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Kleine Mädchen kriegen hier Penis in die Fresse. Tut uns wirklich leid, tut uns wirklich leid. Ich will noch nicht sterben, bitte, bitte nicht. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Ich will keine Schmerzen mehr, bitte, bitte nicht. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Als kleines Kind wollte ich nichts außer die Welt verändern. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Ich wollte Frieden schaffen und zwar in allen Ländern. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Für Deutschland zukunftsweisend sein wie Hitlers Geburt. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Und ich glaubte so stark an die Hip-Hop-Kultur. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Wir haben hier Rassismus, Sexismus, Faschismus. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Und parallel dazu leider kein Hip-Hop. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Denn Hip-Hop ist der kreative Schrei der Unterdrückten. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Schaut euch an, ihr seid die Unterdrücker. Halt deine Fresse, halt deine Fresse. Okay, seit 3000 Jahren frage ich an dieser Stelle immer wieder das Gleiche. Wollt ihr? Ihr wollt? Ja, dann. Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen, ich war dabei. Wir dürfen nicht nur anders haben, was wir sehen. Und du hast es so geplant? Ja, ich habe das genau so geplant. Echt? Und das hat ja alles gar nichts ausgemacht. Auch wenn man sich als Kind vornimmt, den Weltfrieden zu schaffen, ist das ein Spaß dagegen. Er will gar nicht, dass wir die Ketten durchsägen. Wir sollen uns den Fuß absägen. Er hat mir geholfen. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich
ich hatte alles verloren, den Halt und den Mut. Da sang Bushido wie ein Engel zu mir, alles wird gut. Denn wenn Zwangsprostituierte in deutschen Städten Alltag sind, will Orgi parallel meine Schwester vergewaltigen. Seelenficker, Seelenficker, Seelenficker. Seelenficker, Seelenficker, Seelenficker. Seelenficker, Seelenficker, Seelenficker. Seelenficker. Und deshalb hast du dich für Hip-Hop begeistert, weil du meinst, damit könnte man relativ viele Leute erreichen. Necro ist natürlich auch gut, aber apropos, du wolltest wahrscheinlich noch irgendeinen Vergleich mit Morlock Dilemma machen, oder? Naja, es wäre halt schon praktisch, wenn wir alle dieselbe Sprache sprechen könnten. Dann würden wir uns vielleicht verstehen, aber egal. Das sind so Völkerverständigung. Tut mir leid. Und ich hatte noch nie was gegen eigentlich alle, die ich namentlich erwähnt hatte. Das waren mehr oder weniger einfach bloß zusammengefasst, was ich von anderen Leuten gehört und übernommen habe. Aber ist egal. Wie hat mir mal jemand, wie eine weise Frau gesagt, wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Gut. Dankeschön. Gordon? Versteck dich, Evie, schnell! Jetzt ist es nicht mehr so witzig. Witz bald. Ich möchte ein Spiel spielen. Ich bin ein gottverdammter Volksheld. Ficke die ganze Szene im Handumdrehen wie Schuhe zu binden. Ich trage den Pulli, den du in die Kleidersammlung gabst. Ich versichere, dass ich Ihnen nichts Böses will. Wer sind Sie? Wer? Wer ist nur die Form als Konsequenz der Funktion des Was? Und was ich bin, das ist ein Mann mit Maske. Oh, das kann ich sehen. Natürlich. Ich zweifle ja auch nicht Ihre Beobachtungsfähigkeit an, sondern stelle nur fest, wie paradox es ist, einen maskierten Mann zu fragen, wer er ist. Oh, verstehe. Aber an diesem verheißungsvollsten aller Abende gestatte ich mir, anstelle des doch recht verbreiteten Synonyms auf den Charakter dieser Dramatis Persona einzugehen. Voilà! Ein demütiger Veteran des Woodville, vorgesehen als Vertreter von Opfer und Verbrecher gleichermaßen von den vielfachen Wechselwellen der Vorsehung. Wie dem auch sei, diese tapfere Verkörperung eines vergangenen Verdrusses ist wieder quicklebendig und hat sich geschworen, die korrumpierte und verabscheuenswerte Wiedmann-Brut zu vernichten, die als Vorhut des Verbrechens der verderbten Vernichtung der Meinungsfreiheit Vorschub verschafft. Das einzige Verdikt heißt Rache, eine Vendetta, heilig wie ein Votiv und nicht vergebens. Denn Wert und Wahrheit einer solchen werden eines Tages die Vorsorglichen und Vortrefflichen bestätigen. In der Tat, diese Geschichtsoase aus Verbalitäten verzweigt sich höchst verklausuliert. Also lassen Sie mich hinzufügen, es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Sind Sie sowas wie ein Verrückter? Ich denke, genau das wird man sagen. Es bedeutet, dass ich wie Gott nicht mit den Würfeln spiele und nicht an Zufall glaube. Sind Sie verletzt? Nein, alles in Ordnung. Dank Ihrer Hilfe. Ich habe nur meinen Part übernommen. Aber sagen Sie mir, haben Sie Freude an Musik, Evie? Durchaus. Wissen Sie, gewissermaßen bin ich Musiker und unterwegs zu einer ganz besonderen Vorstellung. Was für ein Musiker? Schlaginstrumente sind mein Spezialgebiet, aber heute Abend werde ich mich des gesamten Orchesters bedienen. Ich wäre zutiefst geehrt, wenn Sie mich begleiten könnten. Ich glaube nicht. Ich denke, ich sollte lieber nach Hause gehen. Ich verspreche Ihnen, so etwas haben Sie noch nie gesehen. Und danach können Sie wohlbehalten nach Hause zurückkehren. Studio.
nicht hart. Nein, wir hassen wie die Wahnsinnigen und das hier ist der Wahnsinn. Denn das Rot wieder burnt. Das Original ist zu. Er tippt der Nazi und fehlt deine Party zerfegt. Kamikaze, Karate, Kind, halb tot im Wald rum. Nagetier frisst, wenn du seinen Namen aussprichst. Was ist denn los mit euch? Das hier ist Rappen bis zum Tod. Denn die Welt geht vor die Hunde und ihr werdet ein Phantom. Doch ich lebe für Hip-Hop und für Rap aus der Bronx. Und deshalb nur von Echo den Don auf die Fresse bekommen. Schönen guten Tag, feiert euch die Stars. Der Mann und irgendwann Mädchen gefangen gehalten und weint sich in den Schlaf. Eine Mutter schreit, seine Kinder vor, als sei man kann verstarben. Und ihr seid der Ausgang von Leid und von Qual. Schönen guten Tag, feiert euch die Stars. Der Mann und irgendwo ein Kind verstarben und weint sich in den Schlaf. Die Prothesen sind der Hammer, ich steig aus meinem Grab. Denn mein Vater ist Indianer und King. Ich mach das gerne, komm vorbei, komm vorbei. Zieh dich aus, leg dich hin und wir lassen den Monster frei. Monster frei. Und komm, was schreit. Die Ekstase schon vorbei. Und damit was von dir bleibt, ist einzig dieser Schrei. Hardcore Entertainment. Ich mach harte Musik. Mein Label überlegt sich gar nichts, weil es gar keins gibt. Und ich keines mehr brauch. Und das beweise ich euch auch. Legt euch hin, nehmt die Arme hoch, gebt einfach auf. Oder wir spielen stille Post. Ich sag Groupie Love. Berlin, Hurensohn, Düsseldorf, Lumio. Ich glaube, du stinkst, denn du bist wie Peter Fox. Taub oder blind, wir sind witzig, wir sind lustig. Wir sind Schmutzelmonster, nein, ich ficke deine Mutter. Ich bin Untergrundstar, ich hab Credibility, da brauchst du nicht, denn ich bin ein Eremit. Unser Twitter liegt ein Volkshand, alle Manias, so wie Gregor Easy. Gehst du auf die Gist wie die Piratenpartei. Erzählt den Leuten bitte mehr private Details. Doch die Frage bleibt, was ist eine Seele wert? Genetik, frag mal bitte, Kollege, den Eugeniker. Die Nazis hat mich beinahe wie ein Schwein abgeschlachtet. Und eure Fans hat dabei schon wahrscheinlich Beifall geklatscht. Schönen guten Tag, feiert euch die Stars. Der Mann und mein Mädchen gefangen gehalten und weint sich in den Schlaf. Eine Mutter schreit, seine Kinder vor, als Leinwand kann verstarben. Und ihr seid der Ausverkauf von Leid und von Qual. Schönen guten Tag, feiert euch die Stars. Der Mann und irgendwo ein Kind verstarben und weint sich in den Schlaf. Die Prothesen sind der Hammer, ich steig aus meinem Grab. Denn mein Vater ist Indianer und King. Wir leben ja wie immer.
immer in Friedenszeiten auf dem Planeten. Und auch wenn nie geheilte Opfer hier zu Kriegsrabbern wie JW. Oder wie würdest du das denn nennen, du Assel, kennst du das von Henk nicht? Scheint abzurechnen, Affenmensch, mal Tacheles zu sprechen. OS kann das say it, I don't speak no other language. Ich bin gerade zum Anfang, du laberst nur, ich starte als Legende. Sag, wie fühlst du dich? Krass mit deiner Gang, mit Mach und all den Gangstern. Du bist wie Peter, du glaubst, dein Schatten ist ein Fremder. Wenn ich fertig mit dir bin, ich hab kein Mitleid mehr für dich. Du bist für mich eine Mischung aus Chris Cross, Hitler und Will Smith. Ich hab kein Mitleid mehr für dich. Hör alle deine Tracks nacheinander, mal ein Bild dazu, dann siehst du, was du bist oder was du gerne wärst. Früher machtest du auf Bio, ich tri tralali, lalali und deine Bio. Denn das können Kinder euren hören, empfindliche sehen und die glauben in den Scheiß vielleicht, denn die wissen nichts vom Leben. Ich sag's mal so, würdest du meinem Kind deine Geschichten erzählen, würde ich dich bitten zu gehen. Apropos, erzähl doch mal deinen Fans, was ihr für einen tollen Plan hattet. Denn ich kannte euren Plan lange bevor ihr euren Plan hattet. Du Kanalratte, ich schwimm bis in die Reichshauptstadt und sing dabei Boutique, bis ich mir endlich ein Kleid gekauft hab. Ich finde den Sinn nicht in deinen kindischen Witzen. Ich hab dir sicherlich Gründe. Simple, findest als Sünde. Und ich hätte wirklich gerne mit Kondomen gewedelt. Doch hab sie einfach nur nett um ein Foto gebeten. Unterschätzt deinen Feind nicht, denn das rächt sich unheimlich. Schon bist du ein hässliches, hetzendes, respektloses Schwein. Genau das Gegenteil von dem, was du vorgibst zu sein. So wenig reicht, ich bin Schicksal, du kein Vorbild mehr, nein. Ich hab dich anscheinend geheilt. Als ich dich kennengelernt hab, hast du nur gejammert und geweint. Jetzt kannst du auf Festivals hetzen und Partys sprengen und deine Ballermann-Atzen mach One ein Schlaflied singen. Denn wie kommst du dazu, mich persönlich zu beleidigen? Dich an Ausspiel- und Abhöraktionen zu beteiligen? Für wen hältst du dich und für was für verhältnismäßig weltbewegend? Stellt sich mir die Frage, sind deine Fanartikel selbst gewählt? Deine CDs etwa oder des Geldes wegen? Sag mir, was du bist. Christ, Faschist, moderner Terrorist. Während du Hasslieder singst und dich an Schwächeren vergehst. Sag, ich bleib in deiner Szene, denn deine Szene, die ist eklig. Du gottverdammter Hobby, bist nur ein provokanter, drogenkranker Affe, so wie Rottenmann. Du klingst mittlerweile wie die schlechte Kopie von Horrorcore-Rap und sagst in 100 Versionen das gleiche wie Morlock Dilemma. Und jetzt sieht man deine Arroganz und deinen Mut verfliegen, wie Schäubles Eloquenz beim Fußballspielen. Ich komm direkt aus der Hölle, ich hab einen Haufen zu erzählen, aber ich bin erstmal draußen wie JW. Sieht nach Karriereende für dich aus. Das ist eben Spiel für Männer, nicht für Weicheier. Ich glaub nicht, dass sie deinen Vertrag verlängern. Das Spiel ist aus. Für dich jedenfalls. Na, Hauptsache es tut nicht mehr weh, oder? Der Mann spielt einfach in einer anderen Liga. Sag's mir. Fühlst du dich in der Gruppe stärker? Wie die Nazis. Wenn du andere hinterrücks in die Falle lockst. Wie die Nazis. Sag's mir. Fühlst du dich in der Gruppe stärker? Sag's mir. Schwanz ist vielleicht so groß wie deine Kuh, komm, pack, punch die Line. Die langsam kaputt machen wie gepunchtes, gestrecktes. Ich biete dir die beste Angriffsfläche. Hab ich deine Helden beleidigt? Oder warum musst du dich selbst und dein Weltbild verteidigen? Hör gut zu, denn jetzt ist Märchenstunde. Denn ich hab ein ehrlich gutes Herz für Uwe. Zugegeben, es war nicht mehr als ein Versuch. Ihr fand jetzt nicht gut, ist aber eigentlich egal. Denn ich bin wie deine Beats, jeder darf mal drauf. Für die Schläge, die ich brauch, um seine Seele zu verkaufen. Denn das ist Gangster-Rap, weil ich geh noch drei Schritte weiter. Bis jedes Wort Wahrheit wird, das Kurt prophezeit hat. Ich hab was gegen Gangster-Rap. Ich hab was gegen Gangster, die rappen. Denn wir sind im Grunde nicht verschieden. Du warst auch ein kleiner Junge auf der Suche nach Liebe. Ich hab was gegen Gangster-Rap. Ich hab was gegen Gangster, die rappen. Und du meinst, ich für ein Spießer leben, nur weil ich vom Frieden rede. Doch mein Zeiger und mein Mittelfinger würden Peace geben. Wir haben nur geredet über die Liebe und das
getan, was dir nicht passt. Ich hoffe, du hast ihn gesagt, es war genau so geplant. Hass ist Gift für die Umwelt, so wie Autoabgase. Schlechter Mensch. Du bist ein komplizierter Mensch. Du kennst nicht mein wahres Ich. Es gibt kein wahres Du. Oh ja,
Hatte ich vergessen. This one, tell me how you locked in the punch. Andy, how you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Woo! I'm here for other children. I'm here because I care. I'm here because children everywhere are suffering, and because 40,000 people die each day from hunger. I'm here because those people are mostly children. We have got to understand that the poor are all around us, and we're ignoring them. We have got to understand that these deaths are preventable. We have got to understand that people in third world countries think and care and smile and cry just like us. We have got to understand that they are us. We are them. My dream is to stop hunger by the year 2000. My dream is to give the poor a chance. My dream is to save the 40,000 people who die each day. My dream can and will come true if we all look into the future and see the light that shines there. Was wäre, wenn alles gelogen wäre? Warum ich euch scheißen will, ist ein einfaches Ding, weil eure Vergleiche mich. Warum wir deutscher Rap sehen, dass irgendjemand scheiße ist. Wenn sie in anderen Ländern hungern und alles dafür geben und vielleicht sogar Scheiße fressen, nur um zu überleben. Oder pack, pack, ich hack euch euren Absagen den Sack ab. Zack, zack, und dann werden wir sehen, ob ihr beim Kraftakt noch Saft habt. Ihr verbreitet Hass und Gewalt und es tut euch nicht mal leid. Und schließt euch gegen jeden zusammen, der versucht Gutes zu verbreiten. Ich wünsch euch alles Gute wie allen anderen Menschen. Bleibt die Frage zu klären, was wäre, wenn ich gewusst hätte, wie leicht es ist, selbst in heutigen Zeiten völligen Belanglosigkeiten Leute zu reizen. Gewusst hätte, welche Formen und Worte man braucht. Gewusst hätte, welche Beats man baut und Pornos man schaut. Gewusst hätte, wo die Klischeekiste steht. Wo sich auch alle anderen Rapper die CDs rausnehmen. Und mein Soloalbum trug selbigen Titel. Und auf dem Cover war ein kleiner Plüschengel mit Flügeln, der mit Spiegeln jongliert. Kein Clown, der Tiere dressiert. Denn ich bin Bagdaeli, ich trag die Liebe in mir. Was, wenn ich gewusst hätte, was für Menschen ihr seid? Dass es gereicht hätte, meine Texte in mein Handy zu schreien. Denn ich bin weder Rapper, noch Gangster, noch Nazi. Ich wollte nur sehen, wie weit sie gehen und was geschehen ist, ist Wahnsinn. Was wäre, wenn es mir aber egal war? Weil ich in Wirklichkeit einen anderen Plan hatte. Ich soll die Welt verändern, die Welt verändern. Und dazu muss man erstmal die Gesellschaft kennenlernen. Und zu glauben, den Waldruf geht besser in Deko. Und gibt's viele schlechte Menschen, aber bessere Rapper. Und ich hab alles, was ich brauch, und jetzt ist Zeit für Menschen. Weltgrößte Fan von Michael Jackson. Und dem gegenüber war mein Leiden gering. Also wird es Zeit, dass ich sing. Ich werde die Welt verändern. Ich bin schon auf dem Weg. Ich werde die Welt verändern. Geht mir bitte aus dem Weg. Ich werde die Welt verändern. Von mir aus ganz allein. Und wenn ich diese Welt verlasse, wird sie nicht mehr genau. Zauberer von Oz. Ist eine schöne Geschichte. Und ich habe mich mal im Wunderland umgeguckt und ja, auf der einen Seite sind die Einradikalen, die sich immer mehr formieren und in Schlösser und Bogen ziehen und
Auf der anderen Seite sind die anderen Radikalen, die sich auch immer mehr formieren, oder vielleicht waren die auch schon immer gut formiert, wer weiß. Ja, auf der anderen Seite gehen Leute an Drogen zugrunde. Ach, es gibt so viel zu nennen, aber das Schlimme ist eigentlich, dass das Einzige, was den Leuten tatsächlich einfällt, ist, dass Hank auf die Fresse kriegen muss. Und damit am besten auch noch Geld gemacht wird, also. Naja. Lass die Leute reden und lächle einfach mild. Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild. Und die besteht nun mal, wer wisse das nicht, aus Angst, Hass, Tippen und dem Wetter bewegt. Lass die Leute reden, denn wie das immer ist, solange die Leute reden, machen sie nichts Schlimmeres. Und ein wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten. Bleib höflich und sag nichts. Das ärgert sie am meisten. Hallo Welt, ich bin da. Hallo Welt, alles klar. Du bist die Sensation. Und ich ahnte sowas schon. Hallo Welt, ich bin da. Hallo Welt, alles klar. Ich bin hier, wie bestellt. Was sagst du nun? Hallo Welt. Rapper Hank ist Legend. Hände weg, der Neoprenanzug ist ein Geschenk von Batman. Schatten, der die Nacht durchflattert. Das ist nicht Hollywood. Doch ich glaub's den Reichen, gib's den Armen, so wie Robin Hood. Denn ich wär gerne nur ein guter Mensch wie Kurt. Doch ich bin Superman Returns. Und jetzt sind Fußballfans im Kurt. Ich geh drauf wie die Kicker, wenn du demnächst einen Wutanfall hast. Cause I kick it like Kicker. Hält super schad ab. Dumm ist, wer dumm ist, tut, hat meine Mama immer gemeint. Denn ich bin lieber Forrest Gump als der Soldat James Ryan. Denn ich wär gerne ein guter Mensch, ich seh wie ein Naidu. Doch ich bin wie Paul, ein Alien auf der Flucht. Hinter die Armee der Finsternis, ich sitz richtig in der Scheiße. Doch vernichte ich dein, get rich or die trying. Mit 8 Mile Style und mit dem Book of Eli sauf ich das Böse aus der Welt, wie der Held aus Green Mile. Gebt mir all euren Hass. Auf den Idioten zu spielen. Du weißt, dass der dann zum Schluss gestorben ist, deswegen. Weißt du auch weswegen? Weil er Menschen helfen wollte? Jein. Eigentlich, weil ihn die falschen Leute aus purer Bosheit oder Unwissenheit verurteilt haben und somit die wahnsinnig in freier Hand hatten. Und hast du geweint, dass er gestorben ist? Ein bisschen, aber nicht viel, weil ich war nicht allein. Es war mir peinlich. Ich dachte, ihr seid so viel besser als ich, seid die Wächter des Lebens. Warum ändert sich nichts? Warum ändert sich nichts? Ihr seid so viel besser als ich, seid die Wächter des Lebens. Warum ändert sich nichts? Warum ändert sich nichts? Ihr seid so viel besser als ich, seid die Wächter des Lebens. Warum ändert sich nichts? 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 Das hier ist V wie Vendetta. Denn ich war I wie aus V wie Vendetta. Jetzt bin ich V aus V wie Vendetta. Aber eigentlich der kleine Junge aus Horten hört ein Hu. Ich bin Horten hört ein Hu. Mach's wie Horten, hör mal zu. Denn ich sag's wie Kaspar, der freundliche Geist. Doch wenn 300 Leute Buh sagen, klingt es wie für die Liebe, den Respekt und den Glauben an das Gute. Der letzte räumt auf. Heavy Metal Payback gegen Rap and then Terror. Ich war nicht weg, ich war an Deck mit Captain Jack Sparrow. Auf der Jagd nach Elizabeth zusammen mit Diadoma, die Gott sei Dank vergessen hatte, dass sie Kalypso ist. Ich sing in meinem Boot, singen, ich bin wie Davy Jones. Ich liebe die Hinterwelt auf Flows in Deutschrap's Mini-Playback-Show. Der blutige Part Gottes against Fear and Loathing, bis JW mir wieder das Lied vom Tod singt. Er besaß eine Macht, die stärker war als die Macht des Geldes, des Terrors oder des Todes. Die unüberwindliche Macht, den Menschen Liebe einzuflößen.
Nur eines konnte das Parfum nicht. Es konnte ihn nicht in einen Menschen verwandeln, der wie jeder andere lieben und geliebt werden konnte. Ich dachte, ihr seid so viel besser als ich, seid die Wächter des Lichts. Warum ändert sich nichts? Warum ändert sich nichts? Ihr seid so viel besser als ich, seid die Wächter des Lichts. Warum ändert sich nichts? Warum ändert sich nichts? Ihr seid so viel besser als ich, seid die Wächter des Lichts. Warum ändert sich nichts? 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 Sind extrem von Solidarität für MCs, die auf der Bühne stehen, nicht zu sehen, man übernimmt bequem Werte, die wir sehen, es geht um Absucht und Gier, doch wir ernten, was wir sehen. Und Frust machen sich breit, Schmerzen wie die Wehen, manche Wunden sitzen tief als Fleisch, kann man nicht nähen. Wir
wie wir mit Kolleginnen umgehen. Sie genießen kein Ansehen, wenn wir sie ansehen. Diese Bolus kann man in Rap-Videos sehen. Aber ich selbst hab genug Grund, mich zu schämen. Maßlosigkeit. Wir wollen täglich Wunder sehen, wollen immer höher und merken nicht, wie wir untergehen. Wir sollten lernen zu widerstehen, uns zu überwinden und die Dreckheit zu überstehen. Auch wenn du fällst, gilt es wieder aufzustehen. Du kannst es wenden und drehen, da hilft kein Flehen. Nichts ist so, wie es ist und genau so bleibt's bestehen. Waren also am 21. Fehlerhaft. Erfand ein gewisser Felix Hoffmann das Heroin. Mit dem Gründungsdatum der Rolling Stones. Sie setzen jeden Abend eine Maske auf. Und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die unten schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht. Doch wie's tief in ihnen aussieht, sieht man nicht. Auch, aber stimmt auch nicht. Betrachtungshalb. Oder Wartenhot. Staub und Gestein ausgebrannt, alle Zeit auf der Erde sein. Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten. Menschen zu ermorden, mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Die Wahrheit, sag mir das jetzt. Wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt? Sag meine Mama, ich hab es für sie getan, weil sie mir so viel Liebe schenkte und sich so viel Mühe gab, einen Mensch aus mir zu machen. Doch ich wollte nur mit ihr spielen und auf ihr klettern wie ein Affe. Und es war das Größte, wenn sie letzten Endes lachte. War sie böse, hab ich's nicht verstanden. Bin in mein Zimmer gerannt und wollte mich selbst bestrafen. Und bin dann meistens irgendwann eingeschlafen, voller Wut und unter Tränen. Und irgendwann stand sie wieder neben mir und küsste mich wach. Das hat mich glücklich gemacht. Und schon ging's wieder weiter, ohne Rücksicht auf Verluste. Denn in nichts steckt mehr Liebe als in den Küssen einer Mutter. Von ihr hab ich gelernt, zum Leben braucht man nichts als Luft, Liebe und sauberes Wasser. Sie hielt auch in schwierigen Zeiten ihre Hände über mich. Sie war mein ganzes Leben wie ein Engel für mich. Und ganz egal, wo du jetzt bist und ob wir uns nie wiedersehen, ich wünsche dir alles Liebe und Frieden in deinem Leben. Nobody's fault but my eye. It's fine.
Das ist für meine kleine Schwester, die ich stresste, bis sie heulte. Weil ich mit ihr Wrestling spielen wollte. Du hast meine Moves überstanden. Überstehst sogar die anderen, die dich versuchen, wie einen Fußabtreter zu behandeln. Denn du bist meine kleine Schwester. Für immer meine kleine Schwester. Meine kleine Schwester. Einfach meine kleine Schwester. Du warst das süßeste Wesen, was ich jemals gesehen hab. Ich hab dich aufwachsen sehen. Denn du bist meine kleine Schwester. Wenn du gelacht hast, war's wie als wenn die Sonne schien. Du sahst aus wie ein lebendiger Mochichi. Ich hab dich so geliebt, weil du so klein warst. Und wenn ich nicht für dich eintrat, weil ich um dich geweint hab. Meine kleine Schwester und im Herzen wie ich. Du bist den Schwachen helf mir, du der Stärkere bist. Ganz egal wo du jetzt bist und ob wir uns nie wiedersehen. Ich wünsche dir nur Liebe und Frieden im Leben. Herzensgute Menschen. Meine Opa sah aus Hühner, damals schwer das zu erkennen. Ich war ein Junge aus Berlin. Ich wollte toben, ich wollte spielen. Aber meine Großeltern wollten Ordnung und Disziplin. Das wollte ich nicht, bis mein Opa mir erzählte. Als er ein Kind war, lag überall Tote in den Gräben. Waren die Straßen voller Blut, nackten Ratten an den Leichen. Seitdem kann er es nicht ertragen, all den Hass und das Leid. Als versucht im Alkohol zu ertränken. Und alles, was ihn hier noch hielt, war die Liebe zu seiner Familie und die Liebe zur Musik. Und meine Oma erzählte eine Stunde von Dresden. Entfernt an sie Glut und Asche regnet. Deshalb mag sie Silvester nicht. Nie wieder Krieg. Alles, was sie sich wünschen, ist Liebe und Frieden. Meine Onkels und Tanten, werden Verwandten und alle Bekannten, alle die ich mal kannte und die mich gut behandelten. Ein riesiges Dankeschön. Nur ein Ossi klingt wie nur ein Assi. Und nur ein Assi klingt wie nur ein Schwarzer. Und nur ein Schwarzer klingt wie nur ein Sklave. Sklave! Bringt die Mensch zweiter Klasse! Vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Zombie, 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 z
Folgendes, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Seele, ich lebe in Angst. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ich hätte komplett den Verstand verloren, das ist schon länger her, das ist auch nicht so wichtig. Es geht darum, ich war als Kind relativ lebhaft, ich war gerne Kind, das hat mir viel Spaß gemacht. Nun waren wir ja im Kindergarten und auch in der Schule, ist man ja automatisch auch mit anderen Menschen konfrontiert. Jetzt waren da alle möglichen, ich meine, ich habe in Berlin gewohnt, da waren wirklich alles, ja. Und so lernt man ja auch dann das Miteinander im sozialen Umfeld, wir leben ja nun mal zusammen hier auf einem Planeten, ja. Es geht darum, ich hatte eine Begebenheit, die mich tatsächlich auch einfach tief getroffen hat. Und zwar war ich draußen spielen und dann kamen vier Ausländische, ich will nicht sagen woher, sie waren sehr stolz auf ihre Herkunft und bezeichneten mich als scheiß Deutschen, haben mich erst noch beleidigt und bla bla, das war nicht so wichtig. Das Wichtige war, die haben mich zu dritt festgehalten und einer von denen hat mir völlig ohne Grund einfach volle Sau in meine Weichteile getreten. Und jeder, der diesen Schmerz kennt, weiß, der geht durchs Mark. Und ja, das hat mich einfach tief getroffen, das hat mir wehgetan und ich bin es auch nicht mehr losgeworden. Meine Mutter hat mir dann Gott sei Dank gut zugesprochen, aber das war für mich tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis. Das Ding ist, wir sind ja dann in den Osten gezogen und dort sind ja doch relativ gut verwurzelte nationaldeutsche Strukturen und ich hatte dann tatsächlich auch den Neigung dazu, mich diesen Leuten anzuschließen, einfach nur daraus, dass ich schlechte Erfahrungen hatte. Es war dann wieder viel die Musik, die mich auch da rausgeholt hat und vor allen Dingen Hip-Hop oder Rap. Und vor allen Dingen auch deutscher Rap, die mir einfach nochmal eine andere Perspektive aufgebracht haben und vor allen Dingen aber auch eine positive Richtung und eine sinngebende vor allen Dingen. Für mich war das tatsächlich auch sinnvoll. Und umso schlimmer fand ich es dann, als ich von überall die andere Richtung Rap gehört habe, und zwar das ganze Gehetze. Und ich wusste ganz genau, und ich meine, es ist halt so, wer Hass verbreitet, irgendwo kommt er an. Irgendjemand kriegt es ab. Und meistens sind es Unschuldige, die vielleicht auch dann aufgrund dieser schlechten Erfahrung irgendwas tun, was sie so nicht tun würden. Und ich glaube nicht, dass diese Welt noch mehr Hass braucht. Ich bin der Meinung, es ist nicht so. Wenn man sich die Welt anguckt, sie ist wahnsinnig. Sie ist völlig, die Welt ist völlig verrückt und am Ende. Und ich sehe die Welt nicht verkehrt. Es ist doch krass. Ich meine, es gibt doch Kinder unter uns. Und wo sollen die reinwachsen? Wir müssen doch was tun. Und jetzt kommt, was ich eigentlich sagen wollte. Folgendes. Ich hatte gestern Geburtstag. Ich bin jetzt 10.600 Tage auf dieser Welt. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, das reicht, das war genug. Ich bin der Meinung, das ist noch nicht das Ende und muss auch nicht sein, nur weil irgendjemand anderes das gerade so denkt. Ich habe Folgendes, ich habe einen großen Wunsch. Und zwar, damit das alles nicht umsonst gewesen ist, würde ich mir einfach von allen, die damit zu tun hatten, die sich vielleicht sogar daran bereichert haben, gegen einen fremden Menschen zu hetzen, gegen einen fremden Menschen Propaganda zu betreiben und oder in der Absicht, dass dieser Mensch Gewalt erfährt oder dass dieser Mensch einfach leidet. Oder vielleicht sogar sich an dem Leid dieses Menschen ergötzt hat oder sich daraus einen finanziellen Nutzen geschaffen hat. Ich würde mir von diesen Menschen wünschen, dass wir ein Zeichen setzen. Ich würde mir wünschen, dass wir ein Zeichen setzen und zwar, dass Hip-Hop etwas Positives ist, dass Rap etwas Positives ist und nicht dazu missbraucht werden darf, Hass in diese Welt zu setzen. Und zwar würde ich mir von diesen Menschen wünschen, dass sie das, was sie vor allen Dingen aber auch finanziell, ich möchte sie jetzt nicht mit irgendwelchen Rechtsrock-Bands vergleichen müssen, aber ich möchte, dass gerade die finanziell sich daraus die sich daran bereichert haben, dass die etwas zurückgeben, indem sie ein Fest organisieren, ein Fest für den Frieden, wo jedermann hinkommen darf. Und dass wir einfach, wo wir demonstrieren, dass wir gegen jede Form von Radikalen, jede Form von Gewalt und jede Form von Hetze sind, jede Form von Fremdenfeindlichkeit. Und ich glaube, dass diese Welt auch momentan solche Zeichen braucht. Und ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der in Angst lebt. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die Angst vor der Zukunft haben. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die auch etwas tun wollen. Und ich glaube, es wär einfach wahnsinnig schön, wenn sich der eine oder andere... Es gibt ja, ich glaube, dass diese Leute mittlerweile auch Einfluss haben. Und diese Leute haben ja auch Fans, wenn sie zum Beispiel jetzt sagen würden, okay, wir treten da auch auf. Und wir demonstrieren einfach für den Frieden in der Welt. Es gibt so viele Gräueltaten in der Welt, wir müssen doch irgendwas tun. Einfach ein riesiges Frieden in die Welt schreien. Ich fände es einfach super. Das wäre das größte Geschenk, was man mir machen könnte. Dann wäre das alles nicht umsonst gewesen. Und ich würde vielleicht auch einfach den Leuten... Es war bei mir früher immer viel,
ich habe mich daran orientiert. Vielleicht muss man auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe als Kind, als ich den ersten hungernden Menschen gesehen habe, habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Und ich wollte helfen. Und alles Positive, was ich von irgendwo bekommen habe, war für mich ein Halt. Wo ich sagen musste, okay, das hat mich ein bisschen weiter. Das hat mich einfach gesagt, okay, ich gehe den richtigen Weg. Man kann etwas tun. Und ich glaube, wir können doch. Wir haben doch die Möglichkeit. Musik ist doch frei. Wir haben doch die Möglichkeit. Und wir können uns doch auch frei treffen. Ich fände es super, wenn ihr das machen würdet. Das wäre klasse. Ich an. Meine Mutter hat mich in die Welt gesetzt, Kraft ihrer Liebe und ihrem Willen hat sie versucht, mich zu formen nach ihrem Bilde. Okay, sie nahm kleine anatomische Änderungen vor, doch das war mir völlig egal, denn ich war letztendlich geboren. Und sie hielt mich warm in ihren Armen, aber sie muss da irgendwas gespürt haben, sie hat mich so wahnsinnig geliebt. Ich hab das schon damals nicht verdient, ich war ein Monster, das alles zerstörte, was es in die Finger bekommen hat. Auch wenn darauf mal böse Worte folgten, war sie für mich die allerliebste und die schönste Squaw im Dorf. Und unser Dorf war meine Wahrheit und das ist schwierig zu verstehen. Doch für mich hieß es Geborgenheit, für mich hieß es Leben in Frieden. Und ich dachte, so ist es in der ganzen Welt, dass die Menschen lieben, dass sie unsere Inneren zusammenhält. Hätte ich von unseren Stammesältesten und ich glaubte daran. Und aus Erfahrung kann ich heute sagen, da ist auch etwas dran. Im Spiel mit Kindern lernte ich ein einfaches Prinzip, Ursache, Wirkung. Wenn man jemanden zu lange ärgert, kann es sein, dass er einem irgendwann wehtut. Ich war ein kleiner Indianer, ich folgte dem Ruf der Wildnis, im Lauf der Dinge, meine Zukunft im Blick einfach nur wie ein Kind. Ich spielte so gerne am Fluss, an unserer heiligen Quelle. Ja, ich wusste, dass sie mehr für uns ist, als dass man sich in ihr reinigen könnte. Sauberes Wasser ist Leben und hätte heilende Kräfte. Und am Beginn wäre unser Ursprung, denn es gab eine Legende an der Quelle des Seins, Ende der Zeit. Liegt ein Buch ganz winzig klein, doch mit unendlich vielen Seiten, in dem alle Antworten stünden, auf alle Fragen man nicht findet. Aber ich nahm das damals so wahr mit dem Verstand eines Kindes. Für mich waren Bücher nicht so interessant, doch ich hörte gerne Geschichten, die von der Ferne berichten oder von den Sternen und ihrem Licht. Was soll ich sagen, ich war damals noch jung. Mich interessierte vielleicht das Wie und das Was, aber niemals das Warum. Und du willst, dass ich sterbe. Und du willst, dass ich gehe. Dass ich schon morgen diese Erde nicht mehr wiedersehe. Du bist alle meine Inneren in andere Zeiten. Das war gerade erst der Anfang der Reise. Ich saß am Rand und ich weinte.
denn ich hatte Angst und war einsam. Kam ein Mann an meine Seite und meinte, man sieht, dass ich auf Frieden hoffe. Ob ich mit ihm kommen wollte, denn er hätte den Frieden gefunden in der Liebe Gottes. Man sah ihm an, dass es stimmte. Doch ich sagte nein, ich suche das Buch. Da wusste ich leider noch nicht, dass meine Zukunft verflucht ist. Heute frei sein und mehr, Frieden auf der Reise zu den Sternen, heute wieder Geborgenheit fühlen und war bereit.
verschwanden die Stimmen und alles begann zu verschwimmen. Seele verlierst, wirst du sie spüren, diese Abgrund.